Herzlich willkommen bei Brandon Mundos Astrophysik TV. Habt ihr auch schon mal was von den sogenannten Regengestirnen im Stempel Stier gehört? Was auch Taucherstrom oder Hyaden genannt wird? Genau um das wird es nämlich heute im Video gehen. Das ist ein offener Sternhaufen im Stempel Stier. Bereits mit bloßen Augen kann man bereits eine V-förmige Anordnung der hellsten Sterne des Sternhaufens erkennen, direkt an den Hauptstern des Stiers Aldebaran. Der Aldebaran, dieser Stern, stellt sozusagen das Auge des Stiers dar, während dieser Stern nicht zu den Hyaden gehört. Dann wegen der Entfernungsunterschiede. Hyaden sind 150 Lichtjahre entfernt, während die während Aldebaran 66 Lichtjahre entfernt ist. In Mitteleuropa kann man die Hyaden von September bis April am nördlichen Sternhimmel sehen. Jetzt sehen wir auch noch gerade zwei Sternkarten, wo nochmal die Sterne abgebildet sind von den Hyaden mit Aldebaran, wobei Aldebaran nicht dazugehört, es befindet sich bloß zufällig mit dieser Umgebung, aber es hat nichts mit den Hyaden zu tun. Und das Alter dieser Sternhaufen beträgt 625 Millionen Jahre, also es ist etwas älter als die Plejaden. Gerade seht ihr noch ein Bild von den Plejaden. Das sind die Plejaden mit Reflexionsnebel, damit man das nochmal sieht, wie dieser Sternhaufen aussieht. Und die Plejaden und Hyaden zusammen bilden das sogenannte goldene Tor der Ekliptik. Dazu wird auch noch später ein Video kommen, um das auch noch mal kurz zu erklären. Zurück aber zu den Hyaden, wo wir eigentlich es besprechen müssen. Durch eine einheitliche Bewegung im Raum wiederum werden die Hyaden noch zu den Bewegungssternhaufen gezählt. Insgesamt umfasst die Hyaden 350 Einzelsterne. Also so viele Einzelsterne insgesamt umfasst die Hyaden. Schon recht groß eigentlich. Auch durch die Eigenbewegung, Alter und Zusammensetzung her gesehen, ähneln die Hyaden den Preissebe-Sternhaufen, was wir gerade in der Abbildung sehen, was auf einen gemeinsamen Ursprung bei der Sternhaufen hinweist. Das heißt, ähnliche Zusammensetzung, ähnliches Alter und ähnliche Eigenbewegung. Und daraus lässt sich Schlussfolgern, dass die vielleicht sogar einen gemeinsamen Ursprung haben. Aber es weist nur darauf hin, es ist nicht bewiesen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, dann auf Wiedersehen.